Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas von broker-test.at und wir hatten ja das letzte Mal das Thema kleine Beträge investieren und ich möchte da hier gleich anknüpfen. Und zwar gibt es eben die Möglichkeit von Sparplänen. Das heißt, ich investiere in regelmäßigen Abständen einen bestimmten Betrag in ein bestimmtes Wertpapier. Und bei diesen Sparplänen gibt es eben Fonds-Sparpläne, ETF-Sparpläne, auch Sparpläne für Edelmetalle in Form von Gold oder sogar Kryptosparpläne, wo ich ein wenig skeptisch bin oder sehr skeptisch. Aber es gibt auch Aktiensparpläne und ich habe mir das Ganze einmal angesehen, was es da für Möglichkeiten für uns Österreicher gibt. Und ich habe insgesamt 4 verschiedene Anbieter gefunden. Sind 2 deutsche Anbieter und 2 österreichische Anbieter. Aus Deutschland gibt es die comdirect und die Consorsbank und in Österreich habe ich gefunden die Dadat als auch die Hello Bank. Und die 2 deutschen Anbieter, comdirect als auch Consorsbank, sind von den Spesen natürlich wieder deutlich attraktiver, sind aber keine steuereinfachen Broker. Das heißt, ihr selbst müsst euch dann um die korrekte Versteuerung kümmern. Bei Aktien ist es meines Erachtens noch überschaubar und durchaus bewältigbar, aber eben dran denken, es liegt dann an euch, dass ihr da korrekt versteuert. Bei der Hello Bank als auch bei der Dadat, das sind österreichische Angebote, österreichische Institute, die kümmern sich im Namen des Kunden für die korrekte Abführung der dementsprechenden Steuern. Und ja, wie sieht es Aktiensparplan? Was ist das? Ein Aktiensparplan heißt nichts anderes. Ich wähle mir eine Aktie aus. Ich wähle aus, welchen Betrag ich in welchen Abständen kaufen möchte. Zum Beispiel sage ich, ich möchte 100 Euro jedes Monat in eine voestalpine Aktie sparen, beziehungsweise eigentlich ist es ja kein Sparen, sondern Investieren. Und es ist dann so, dass eben die Dadat, Hello Bank, comdirect oder Consorsbank im Wert von 100 Euro Monat für Monat dann mir Anteile kauft von der voestalpine. Und ihr werdet dann gleich sagen, naja, du, hoppala, die voestalpine steht doch zum Beispiel bei 21 Euro und du willst 100 Euro investieren. Wie viele Anteile bekommst du dann? Bekommst du dann 4 Anteile? Weil 4,8 Aktien gibt es nicht. Das ist bei Aktiensparplänen so, dass eben der Broker diese Aktienanteile sehr wohl splittet, was es normalerweise nicht gibt. Es kann nur eine ganze Anzahl an Aktien geben. Aber es wäre dann bei der voestalpine so, wenn ich sage, um 100 Euro möchte ich kaufen und um 21 Euro ist der Kaufkurs zu diesem Zeitpunkt, dann kaufe ich eben 4,8 Aktien in diesem Monat. Und im nächsten Monat, wenn der Kurs bei 23 steht, kaufe ich dann eben 4,6 Aktien. Und wenn der Kurs auf 17 Euro steht, dann kaufe ich eben 5,3 Aktien in diesem Monat. So funktionieren eben Aktiensparpläne, eben auch mit Bruchstücken. Wichtig ist eben, wenn wir kleine Beträge investieren, wie sieht es denn mit den Gebühren aus? Und da habe ich eben eine Seite gemacht auf broker-test.at, die sich eben mit diesem Thema Aktiensparpläne auseinandersetzen und mit den Kosten dafür. Da habe ich eben herausgefunden, dass die deutschen Angebote wieder deutlich günstiger sind. Und zwar bei die Consorsbank und also die comdirect verlangen 1,5%. Und bei denen fängt ein Aktiensparplan bereits bei 25 Euro an. Das heißt, man kann wirklich mit niedrigen Investsummen starten und die Gebühr hängt dann eben davon ab, wie viel das ich investiere, 1,5% des Betrages. Das heißt, es ist in dem Fall wirklich relativ gleich, ob ich jetzt um 25 Euro investiere oder um 100 Euro, eben 1,5% des investierten Betrages. In Deutschland gibt es noch eine kleine Ausnahme, und zwar bei Namensaktien. Namensaktien heißt nichts anderes, dass ich eben in einem Namensbuch eingetragen werde und dadurch eben auf die Hauptversammlung gehen kann. Das betrifft deutsche Aktien. Das kostet bei der comdirect 0,95 je Eintragung und bei der Consorsbank 1,95 Euro. Bei der Consorsbank ist es so, dass ich darauf verzichten kann, dann spare ich mir eben die 1,95 Euro. Bei der comdirect kann ich das eben nicht tun. Bei den Gebühren sieht es in Österreich deutlich teurer aus. Die Dadat verlangt
pro Ausführung 1,95 Euro plus eine volumensabhängige Gebühr von 0,175%. Bei der Hello Bank ist es nochmals deutlich teurer, und zwar verlangen die 3 Euro und 0,275%. Und das ist eben nicht ohne, denn wenn ich zum Beispiel jetzt vergleiche und ich investiere 50 Euro oder sagen wir 100 Euro bei den unterschiedlichen Banken, da verrechnet eben dann prozentabhängig bei der Comdirect als auch bei der Consorsbank sind es noch immer eben die 1,5%. Bei der Dadat sind es dann eben bereits 2,13%, also 1,5 versus 2,13%, und die Hello Bank, da sind es eben 3,28%. Je mehr ich investiere bei den österreichischen Anbietern, desto günstiger wird es dann, weil eben sie hier eben eine fixe Gebühr haben. Aber jetzt kommen wir zu den österreichischen Anbietern, denn ein großes Manko ist bei den Anbietern, welche Aktien kann ich denn auswählen für den Aktiensparplan, und hier gibt es eben gehörige Unterschiede, denn bei der Dadat gibt es leider nur 9 Aktien und bei den 9 Aktien sind es nur österreichische Aktien. Also meines Erachtens ist dieser Aktiensparplan dann nicht wirklich interessant, weil bei den österreichischen Aktien ist auch eine Voestalpine dabei, eben ein Zykliker. Ja, nur österreichische Aktien sind meines Erachtens nicht interessant. Bei der Hello Bank, die haben 50 Aktien im Programm, bisschen interessant, aber auch nur österreichische und deutsche Aktien. Hingegen bei den deutschen Angeboten, die Comdirect, da habe ich fast 200 Aktien gezählt und bei der Consorsbank jenseits von 300 Aktien. Das heißt, da sind wir deutlich interessanter unterwegs. Auch bei den Ausführungsterminen ist in Österreich eben, sagt die Hello Bank, nur am 10. führe ich aus, die Dadat sagt nur am 15. führe ich aus. Die Consorsbank sagt am 1. oder am 15. führe ich aus, und die Comdirect sagt gleich, wähl dir aus zwischen 1., 7., 15. oder 23. des Monats. Das heißt, hier habe ich deutlich mehr Gestaltungsspielraum. Und ja, eben bei dem Comdirect und Consorsbank, die sagen, nimm dir eine Aktie aus dem DAX, MDAX, Nasdaq. Ja, also wirklich großartige Auswahl, und bei den deutschen Angeboten kann ich auch noch eine dynamische Sparrate wählen oder Investrate wählen. Heißt eben, wenn ich jetzt sage 100 Euro, dann kann es mit der Dynamik, kann es eben dann, sage ich, okay, liebe Comdirect, pass in einem Jahr diese 100 Euro um 2% zum Beispiel an, dann sind es 102%, die ich eben dann investieren werde. Diese Möglichkeit habe ich auch noch. Bei der Sparrate, wie gesagt, Comdirect und Consorsbank ab 25 Euro, die Hello Bank ab 100 Euro und die Dadat ab 50 Euro. Die Gebühren sind in Österreich deutlich höher, dafür eben steuereinfach als in Deutschland. Die Anzahl der möglichen Aktien sind in Deutschland deutlich, deutlich höher als eben in Österreich. Speziell die Dadat hat eben nur hier 9 Aktien, denn das sind nur ATX-Werte, wo ich eben sage, das ist eben keine wirkliche Auswahl, und für Personen, die eben sich für einen Aktiensparplan interessieren, ja, da gibt es in Österreich aktuell eben, es gibt ein Angebot, aber meines Angesichts oder meiner Meinung nach ist es eher ein Feigenblatt. Ja, es gibt es, aber es gibt anscheinend auch keine wirkliche Nachfrage. Heißt, wenn du eben Interesse hast, einen Aktiensparplan abzuschließen, wo es eben die Möglichkeit gibt, mit kleinen Beträgen auch langfristig eben Aktien zu kaufen mit Bruchstücken, dann sind wahrscheinlich eher die deutschen Aktien, die deutschen Angebote interessant von Consorsbank als auch Comdirect. Aber bedenkt eben hier Steuerkomplex. Ihr müsst euch um die korrekte Versteuerung kümmern. In Österreich gibt es eben nur ein beschränktes Angebot von Dadat als auch Hello Bank. Muss man aber weiter beobachten, denn vielleicht werden eben diese Angebote weiter ausgebaut, was natürlich schön wäre für uns Österreicher. An dieser Stelle, hast du einen Aktiensparplan bereits am Laufen? Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso nicht? Und natürlich eben, bei welchen Anbieter bist du denn? Welche Erfahrungen hast du dann gesammelt? Wäre toll, wenn du dann darunter kommentieren würdest. Ich selbst habe keinen Aktiensparplan, habe nur einen ETF-Sparplan im Moment am Laufen. Das ist eben alles, was ich aktuell an Sparplänen laufen habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich über ein Abo, ein Like,
und natürlich auch über einen Kommentar einfach darunter. Beziehungsweise besuche doch auf broker-test.at die Seite zum Thema Aktiensparplan. Da kannst du eben alles nachlesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Bis bald und auf Wiedersehen. Ciao.